Willkommen zurück, geliebte Anhänger des Lanesch. Und schon bin ich wieder in meiner Rolle. Ich muss mich da reinfühlen einfach. Deswegen, jetzt gibt's mal eine kleine Quatschfolge. Und zwar, schön mit der Umgebung und mit der Musik, möchte ich jetzt einfach mal dieses Spiel loben und vergöttern. Das muss jetzt sein. Und zwar entspannen wir uns hier ein bisschen. Hier entspannen wir uns jetzt ein bisschen. So, und zwar, also erstmal, ich spiele das jetzt immer ruhiger und genießender. Das merke ich auch, wenn ich selbst ohne Aufnahme spiele. Ich habe jetzt schon eine Spielzeit von 300 Stunden. Und ich muss sagen, je ruhiger ich das spiele und mir alles angucke im Detail, die Schlachten mir angucke, die ganzen Fraktionen mir angucke, die riesen Map dazu, der Sound. Lass das mal auf dich wirken. Du wirst hier in eine Welt gezogen. Das gibt's nicht nochmal als Spiel. Kann mir keiner erzählen. Ich habe auch nachgeguckt, es ist wirklich das größte Fantasy-Strategiespiel, was es gibt. Alleine schon von der Map. Und mit einer Fraktion, und wie gesagt, die spielen sich alle unterschiedlich, diese Map einzunehmen, steckst du tausende Stunden ein. Wenn du ruhig spielst. Das ist Wahnsinn. Ja, das muss ich einfach mal sagen. Guck mal, ich klicke hier nur was an. Die Sprachausgabe auch, ne? Also Alariel tut schon ein bisschen Super Jesus machen, oder? Hier mit ihrer Lichtmagie. Die sehen doch überhaupt nichts in der Stadt hier. Die hat da quasi eine Sonne reingesetzt. Komm mal ein bisschen runter, Mädel. Das ist doch Alariel, ne? Servant of Light. Ja. Das wird ein langer Kampf mit der. Die ist richtig hart. Alariel, die Strahlende. Weil die hat so viel Heilung für die Leute. Und alles. Egal. Ich will noch ein bisschen weiterreden. Das wird wirklich mal eine kurze Quatschfolge. Ja, guck mal. Selbst die Karte an sich, ja. Das ist so detailverliebt. Es gibt überall was zu entdecken. Auch so kleine Geschichten hier habe ich vorhin auch erst entdeckt. Guck mal, das ist ja alles nach dieser Welt nachempfunden. Die große Warhammer-Welt. Das ist ja, wie gesagt, die Geschichten. Da könntest du von einem Charakter einen Film drehen. Von einem. Und hier gibt es ja so viele. Ich habe mir die Lore alles mal ein bisschen angehört. Wahnsinn. Da kann Herr der Ringe wirklich nach Hause gehen. Das ist der Wahrheit. Jetzt tut mir leid, ich muss es so sagen. Ist ja auch nur meine Meinung. Warte mal, wo ist denn das, was ich vorhin entdeckt habe? Hier. Denkst du, das ist nur so hingemacht? Nee. Das ist Weißer Turm von Höth. So, und jetzt, wenn du dir Zeit nimmst und das genießt, mit der Musik googelst du nach und erkennst du darüber eine Geschichte. Was wir hier alles entdecken werden. Was wir für Viecher begegnen werden. Das ist nur der Anfang, Leute. Es gibt hier alles. So, und dann, ich würde ja auch gerne die Figuren kaufen von Games Workshop. Aber die sind richtig teuer. Die sind richtig teuer. Ich habe mir aber was anderes geholt. Das Artbook zu Total War Warhammer. Das alleine schon, da stehen auch ein paar Geschichten und so schon drin. Jetzt können wir ja gleich mal gucken hier. Ich zeige euch das mal. Na, unseren Freund werden wir ja auch noch spielen. Nörgel. Wo ist denn unserer? Slanesh. Hier. Es ist, ich weiß nicht, das ist wirklich, ich werde da richtig zum Nerd. Das ist meine Lieblingswelt jetzt. Das ganze Spiel, alles. Die Geschichten, die Charaktere. Ich habe manche richtig lieb gewonnen schon. Am allermeisten natürlich meine Valkyria. Wie gesagt, ich stehe auf solche Dämonenweiber. Ich weiß nicht, das turnt mich an. Egal.
Klar, so eine Elfin auch hübsch, aber ja, so eine Valkyrie, wow, das ist irgendwie heiß. Ja, also, ja, ich könnte jetzt hier sitzen, die Musik hören und mir das alleine schon angucken. Wir werden ja solche Abenteuer erleben. Das ist eine eigene Geschichte, die du hier spielst. Und ich fühle mich hier richtig rein. Du bist einfach reingesogen. Wenn du das schön in Ruhe, laut, ja, spielst. Ich finde, es ist das schönste Spiel, was ich je gespielt habe. Ich krieg manchmal richtig Pipi in den Augen und Gänsehaut. Gerade in den Schlachten. Wie kann man sowas Krasses... Ich hätte nie gedacht, mal sowas zu spielen. Als ich damals Herr der Ringe... Liebe ich auch immer noch, ohne Frage, ja. Herr der Ringe, so die Filme geguckt habe ich mir immer gewünscht. Oh, sowas, das ist ja Jahre her. Sowas als Spiel, so nachspielen, so mit Elfen, mit Orks, mit riesigen Monstern. Hier gibt es ja so viel, also das ist ja Wahnsinn. Werden wir alles noch antreffen. Kann man auch alles spielen, wenn man will. Habe ich mir immer gewünscht, ob man sowas mal spielen kann. Und nach vielen Jahren Wartezeit hast du dann wirklich so ein krasses Spiel. Es ist einfach das beste Spiel für mich. Es ist mein absolutes Lieblingsspiel jetzt geworden. Deswegen denke ich auch mal, dass ich hier auf dem Kanal sämtliche anderen Let's Plays einstampfe. Weil hiermit werde ich genug zu tun haben und ich bekomme nicht genug. Ich bekomme nicht genug. Guck mal, ich habe jetzt schon gute 300 Stunden, oder? Ich werde da auf 1000 Stunden kommen nächstes Jahr, das weiß ich. Das weiß ich. Locker. Ein bisschen Slanisch-Pussysaft. Gut. Ja, das ist also, wie gesagt, das war jetzt mal eine kurze Genießerfolge. Ich muss das einfach loben, das Spiel. Und ich danke den Entwicklern, dass die uns so eine Erfahrung geschenkt haben. Ich bin so verzaubert. Und je mehr ich das spiele, desto verliebter bin ich hier. Das ist eine ganz eigene Welt. Dass selbst so eine riesige Kampagnenkarte mit so viel Liebe zum Detail. Die Geräusche, die Musik, alles. Wen haben wir denn hier? Die Ertrunkenen, ne? Tyrant of Naggaroth. Wir können hier mal gucken, was wir noch so entdecken. Was, also man sieht ja noch nicht alles. Aber manche Sachen, hier ist unsere Aufgabe, glaube ich. Oder? Ist das unsere Aufgabe? Nee, was ist denn das? Hier, pass auf. Schattenriss. Ein Riss der Bellacor-Fraktion. Den Zugang ermöglicht. Ach, Bellacor kann Portale öffnen. Bellacor ist quasi, der sieht sich auch so als Gott. Das ist nur ein scheiß Ding, öfter Kampagnenkarte. Und es ist episch, es klingt geil, es sieht gut aus. Du musst dir die Zeit mal für das Spiel nehmen. Ihr habt ja auch gemerkt, ich gucke mir bei jeder Folge die Gebäude und die Umgebung von so einer Schlachtumgebung erstmal an. Warum genießt ihr das Spiel nicht, Leute? Macht ihr sowas auch mal? Also viele machen das nicht. Ich habe so viele Let's Player jetzt mal durchgeguckt. Die spielen es auch mit Liebe, denen gefällt das, alles klar. Aber die Zeit wirklich mal nehmen, das zu genießen, was hier geschaffen wurde. Alles mal angucken. Man sieht bei denen immer nichts, die spielen alle so. So. So spielen die alle. Da sieht man nichts. Also, wie gesagt, ich spiele das ganz anders und das wird auch durchgehend so bleiben. Und genau aus dem Grund spiele ich mit Cheats. Ich will das genießen. Ich will ja auch nicht in Stress verfallen und 1000 Micromanagement-Sachen machen. Deswegen spiele ich unsterblich. Ich möchte hier alles in Ruhe einnehmen, mir alles angucken, wirklich jeden antreffen, jeden bekämpfen, soweit. Gut, wir werden nicht jeden bekämpfen können, weil andere Fraktionen andere auch auslöschen. Aber wir werden ja auch nicht nur diese Fraktion spielen. Und somit werden wir irgendwann jeden begegnen und gegen jeden einmal in einer episch donnernden Schlacht kämpfen. Hier, guck mal. Hier, diese heile Welt. Ich guck mal noch kurz hier, das Tor. Alles hat auch seine Geräusche, ne? Die Musik. Alles. Das ganze Spiel ist perfekt. Ich übertreibe jetzt richtig, ja.
Leute, spielt das Spiel. Genießt es. Sind das die Menschen? Nee, das sind die Vampire, ne? Hier, Horsch, nur weil das den Vampiren gehört, hast du ganz andere Geräusche. Guck, und die machen die Welt zum Beispiel so hier. Siehst du das? Alles tot. Auch die verändern die Welt. Das ist Wüste, oder? Kann ja mal hier ein bisschen rumfliegen. Die große Mauer, die gibt's ja auch. Bei den Chinesen, sage ich jetzt mal. Ob man die schon sieht? Die war hier drüben, ne? Guck doch mal, wie riesig die Map ist. Es ist doch nicht normal. Warte mal, wo war denn das? Östliche Steppe? Warte mal. Das ist, wie gesagt, jetzt mal eine Quatschfolge zu Ehren dieses Spiels. Wo ist denn Kartei? Oh, hier sind die Menschen. Ostmark, Ostland, südlicher Oblast. Schädelstraße. Ich glaube, das sehen wir auch noch nicht. Hier ist die Chaoswüste. Ja, guckt dir das an. Und das ist noch nicht mal aufgedeckt. Wir sehen ja noch nicht richtig was, ne? Das ist ja alles noch. Hier ist alles voller Gebäude und Details. Das sehen wir aber alles noch nicht, weil es noch nicht aufgedeckt ist. Die Musik auch, hä? Also, wie gesagt, du wirst hier in eine Welt gezogen. Du musst es genießen. Du spielst und erlebst hier einfach eine Geschichte. So wie du halt spielen willst auch. Du kannst ja hier machen, was du willst, spielen, wen du willst, sein, wie du willst, lieb, böse, neutral. Tja, gut, das soll's für die Folge gewesen sein. Ich musste das Spiel einfach jetzt mal loben. Es ist so wunderschön. Gut. Und in der nächsten Folge zocken wir dann genüsslich. Mit allen angucken, Zeit nehmen. Ich lese auch jetzt immer hier so diese Fähigkeiten vor, weil das sind auch kleine Geschichten, die da halt so sind, ne? Wenn du hier, wie gesagt... Hier kannst du bei jedem kurz was lesen. Du kannst bei den Gebäuden. Hier stehen nochmal kleine Sachen, die einfach die Atmo nochmal rüberbringen. Überall steht hier was dazu. Geh doch mal weg. Bei den Fähigkeiten steht überall. Ach, das werden wir alles lesen. Wir nehmen uns richtig Zeit. Gut, das soll es jetzt gewesen sein, bevor ich hier noch alles vollschleime mit meinen Lobeshymnen. Aber es ist so. Es ist die Wahrheit. Wer das Spiel nicht spielt, hat verloren. Ich bin jetzt richtig hart. Wer Fantasy-Fan ist, schlachten mag, ja, richtig gut gemacht hat, da kommt kein anderes Spiel ran, kann mir keiner sagen. Der lügt. Der muss dieses Spiel spielen, muss. Das ist einfach jetzt Gesetz. Okay. Also bis in der nächsten Folge und dann genießen wir das weiter zusammen. Als böser, böser Enkari, Slanisch. Ja. Und solange wie wir auf Slanisch Lust haben, werden wir so viel wie möglich von dieser Welt einnehmen. Oh, es ist so der Hammer. Okay, aber unser erstes Ziel ist ja, wie gesagt, diese Insel hier komplett. Diese Vortex-Insel, sag ich mal. Ja, hier. Die nehmen wir erstmal ein. Okay, dann bis gleich. Und dann denke ich, machen wir wieder eine schöne Schlacht. Bis dann.